Also, das hier ist die Birke. Und das die grüne Wiese. Und hier sind zwei kleine Fliegenpilze. Und so sieht es im Waldboden aus. Das sind die Wurzeln der Birke. Sie bilden ein dichtes Geflecht. Und da sind die Wurzeln des Fliegenpilzes. Sie werden Myzel genannt. Sie sehen aus wie ein Spinnennetz und legen sich um die Wurzelenden der Birke. Und jetzt will ich Ihnen erklären, warum der Fliegenpilz das macht. Wenn nämlich die Sonne scheint, entstehen oben in den Blättern die Nährstoffe. Diese wandern durch die Äste in den Stamm und vom Stamm ins Wurzelgeflecht, wo sie dann teilweise vom Pilzmyzel aufgenommen werden. Die Pilze werden also von der Birke miternährt und werden groß und dick. Aber Pilze sind auch nützlich. Bei schönem Wetter sind sie ein Landeplatz für Fliegen. Und bei Regen, tja, Fliegen mögen keinen Regen. Dafür aber der Pilz. Denn wenn das Wasser in den Boden eindringt, wird ein Teil davon von dem Myzel aufgesogen. Und was der Pilz nicht selber braucht, gibt er weiter an die Birkenwurzel. Über den Stamm gelangt das Wasser in die Äste und von dort in die Blätter des Baumes. So leben Pilz und Baum in Freundschaft miteinander.